war ein toller Anfang mit einem tollen Rahmen. Muss man wirklich sagen, dass so viele Fans gekommen sind, hat mich gefreut und hat auch die Mannschaft gefreut. Ja, und jetzt gehen wir es so in den kommenden Wochen an. Es wird ein straffes Programm werden, aber wir wollen uns natürlich gut vorbereiten, werden uns gut vorbereiten und sind da sehr zuversichtlich, dass wir eine richtig schlagkräftige Truppe zusammen haben. Die Kaderzusammenstellung, dass du eine homogenes Gemisch im Endeffekt zusammenstellst aus Jung, aus Erfahrung. Auch die Spielklasse hat irgendwo ein Stück weit eine Rolle gespielt, aber sichtbar logischerweise halt auch, dass du mit Säulen irgendwo deinen Kader zusammensteckst. Lukas Kruse, Tommy Bertels, Tim Sebastian, Kuhn van der Bietzen, nur um einfach mal so Korsettstangen zu nennen. Und daneben halt auch wie junge, hungrige Spieler, Nico Dobros, Michel, auch noch im besten Fußballalter, ganz junge Talente, und das zusammen soll dann die homogene Einheit ergeben. Also das war schon von allen Beteiligten, die an dieser Kaderzusammenstellung mitgearbeitet haben, von Anfang bis Ende sehr durchdacht und mit einem klaren Plan versehen. Okay, also wir haben ja nicht vor 4 Wochen angefangen, sondern es ist ja nun so gewesen, dass wir schon uns relativ früh auch mit den Szenarien beschäftigt haben. Und da gab es auch von unserer Seite aus der sportlichen Abteilung, einen klaren Plan für beide Szenarien. Und es galt dann nochmal zu priorisieren, sich abzustimmen und dann anzufangen. Dass das eine zeitintensive Aufgabe war, ich glaube, das kann jeder irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Aber es war sehr, sehr interessant und auch spannend zu sehen, weil ich habe mit jedem Spieler vorab auch ein Gespräch geführt, um halt sich so auch auf der Ebene kennenzulernen. Weil das Wichtigste ist, im Mannschaftssport ist, eine funktionierende Einheit zusammenzustellen. Und von daher, sicherlich hast du mit dem einen oder anderen Spieler auch als Alternativ auf dem Zettel gehabt, aber wir haben uns auf diese Spieler frühzeitig auch festgelegt. Sind da intensiv in die Gespräche gegangen, und ich bin sehr froh und ich bin froh und auch zuversichtlich und bin sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand, weil das war irgendwo unsere Idee, genauso wie sie sich heute hier präsentiert hat an Spielern. Und von daher wissen wir, dass wir noch ein paar Hausaufgaben machen müssen. Aber wie gesagt, da habe ich ja eben schon drauf geantwortet, da sind wir auf einem guten Weg. Und von daher bin ich in erster Instanz sehr, sehr zufrieden.